Hey Leute und willkommen zurück bei Lollipop Chainsaw. Wir schauen jetzt erstmal, was es hier Schönes im Job für uns gibt. Gesundheit und Upgrades. Wir haben zwei Lollis. Ich glaube, na komm. Der eine Nick-Ticket kostet auch nur 30 Medaillen. Platin, Crunchy Monkey Flocken. Achso, auch für Gesundheit Krafthanteln. Ich glaube, dann kaufe ich einfach nochmal so ein Nick-Ticket. Jawohl. Und dann... That's a weird thing to say. Und dann geht es auch schon weiter. Sensei! Ah, Juliet. One moment, please. Oh mein Gott. Juliet, it looks like you've really gotten ahead in life. My teacher, Morikawa Sensei, is the most amazing veteran zombie hunter ever. Oh, correct. I have studied the zomboid sciences for 40 years. Listen, both of you! The school is in dire trouble. My research tells me that something has gone wrong on a cosmic scale. That's a massive bummer. That completely sucks. Let me show you. The universe is composed of three dimensions. The land beyond words, the rotten world, and our dimension, Earth. There are dimensional walls between each. Using a combination of brap magic and explosives, someone cracked the wall between Earth and Rotten World, and the gases of Rotten World seeped into our world. Your friends and fellow students inhaled these gases, which transformed them into the... Aha! Well, whoever did this could be trying to open a permanent gate between here and Rotten World, which would be catastrophic, unfortunately. Once they have become zombies, there is no return. All we can do is clean up the school, kill the undead, and stop the bomber. That is our mission. The bomber is either in the cafeteria downstairs or the courtyard. You destroy the zombies in the cafeteria. I shall look in the courtyard. I'm counting on you both. Kill the motherfuckers! Yes, Sensei. Alles Gute zum Geburtstag, Juliet! Check, check. One, two, three. Oh mein Gott! Das geht ja schon super los hier. Sparkle Hunting! Dieses Spiel ist einfach nur krank. Einfach nur krank. Sparkle Hunting! Aber ich freue mich jedes Mal, wenn das kommt. Was? Müssen wir den Kuchen zerstören? Jetzt kommt auch das coole Lied, was ich ja auch im Endscreen habe. Ich liebe das so. Ist echt toll. So, Kuchen zerstören. Was willst du denn? Okay, kommen da noch... Ja, da kommen noch mehr, okay. Oh, Juliet, du bist so süß irgendwie. So, wo ist der Nächste? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Haha. Ich hoffe, von der anderen Seite kommen keine. Das wäre ziemlich blöd. Da kommt noch einer. Ich glaube, der ist ein bisschen schneller. Du kommst nicht an mein Kuchen, Freundchen. Das ist mein Kuchen. Du auch nicht. Geh weg. Geh von meinem Kuchen weg. Das ist mein Kuchen. Okay, nochmal zwei. Na los, geh drauf. Haha, geschafft. Okay. Ich glaube, von hier hinten kommen echt keine. Wenn ich die zusammentreiben könnte, wäre das noch besser. Aber ich glaube... Aua! Ah!
Oh, 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 weg da! Mein Kuchen! Mein Kuchen! Aua, mein Kuchen! Nein! Ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht! Geh vor meinem... Nein! Mein schöner Kuchen! 24? Oh mein Gott! Was ist denn mit ihm los? Wo rennt er denn hin? Hey! Nein! Nein! Wie geil! Oh Mann, mein schöner Kuchen! Okay, davon lassen wir uns nicht entmutigen. Wir können es leider nicht wegdrücken. Nochmal das Ganze. So, jetzt aber. Komm schon. Ich muss ein bisschen schneller sein, glaube ich. Weil dann kriege ich auch den nächsten noch. Der dann immer von der anderen Seite kommt. So, der ist auch weg. Wenn ich das immer mit dem Aufschlitzen von hinten schaffen würde, aber das klappt ja leider nicht immer. Geh weg von meinem Kuchen. Manu, warum macht ihr das? Warum seid ihr so gemein? Okay, der ist auch weg. Bam! So, jetzt aber. Jawohl! Dann ist der nämlich direkt komplett weg. Aber wie gesagt, das funktioniert... Oh, leider nicht immer. Okay, 9 haben wir. Sehr gut! 11. Das wird gleich wahrscheinlich noch richtig heftig, könnte ich mir vorstellen. Nein, 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 nein. Weg da. Okay, den haben wir auch. Juhu. Ja, ja, versuche ich ja, aber ist gar nicht so leicht. Können die nicht mal ein bisschen zusammentreiben hier? Okay, jetzt den hier. Bam, der ist auch weg. Jetzt schaffen wir es. Ach, Nick. Oh Gott, ich weiß es doch, Nick, aber... Komm, mach dein Special hier. Wow. Nein. Oh, Menno. Warum schaffe ich das denn nicht? Mann, das ist doch gar nicht so schwer. Oh, Menno. Ich will es jetzt schaffen. Es hat doch gut geklappt. Bis zum Ende hin. Also, eigentlich. Oh, Mensch, Nick. Ich weiß es doch. Ich habe es doch jetzt schon zweimal versaut. Man kann die aber auch gar nicht anvisieren, wirklich, die Zombies, ne? Das geht ja nicht. Ich glaube, dann wäre es um einiges einfacher. So, der nächste. Weg mit dir. Sehr gut. Weg mit dir. Ich treibe die auch immer noch rein, aber es geht ja leider nicht anders. Sehr gut. Nein! Oh Mann! Warum treibt sie den immer rein? Was soll das? Wo kommt der nächste da? Yeah! Sehr gut. Der nächste war aber schon hier rechts. Und jetzt sparen wir uns unser Special gleich mal ein bisschen auf, würde ich sagen. Wenn wir die doch etwas näher zusammengetrieben haben. Weg da! Wie ver... nein, nein, nein! Nein! That was a crappy party. Wow, dumbest, most explodiest birthday cake ever. Don't blame me, fire. Do not let the fire zombie touch the dynamite. Fire shot! Whoever's behind this knows my birthday. We must be friends on Facebook.
exploding would so put a damper on my birthday. Major League sucks. Do not let the fire zombie touch the dynamite. Majorly sucks. Do not let the fire zombie touch the dynamite. Oh mein Gott, nach so vielen Versuchen habe ich es endlich geschafft. Magna Genocide, baby! Hey! I recognize that guy! He went to school with us! He's the one! Planning to open the gate between here and Rotten World. I have to stop him! Oh, man. There's nothing more hysterical to me than watching this world burn. This world, this government. This society made my life a hell! Well, now everyone is gonna know a life of hell! Forever! Why did you do this to my school? What, you didn't have time to clean out your locker, Juliet? Hey! Leave her alone! Wait till I get my hands on you, dude! Malicious lords, I invoke your dark forces in declaring myself God of this realm. As the pawn is present, may your ritual commence, and may the dark purveyors appear! Now! Bingham, Tellis, Wash, Lingori, Elam, Tobal, Elimora, Forum, Tokum, Cav, Bingham, Kelly, Swash. No! Get to me want to puke. You're the one who called us here? Yeah, that's right. I'm your new master. And I demand you initiate the pawn into the ritual and rot every living thing in the school along the way. I did it. All right, guys. Time for you to rot this entire school and everyone in it. I think I date this kid. I'm gonna fucking head case. How could you do this to Sensei Morikawa? That's the slums of zombie hunting. Order, master! Come on! Come on!
that dickhead. Let the ritual commence. Let's play. Piss off! Oh, hell. Alter, ganz ehrlich, wie krank ist dieses Spiel? Oh mein Gott. Gut, Leute, das war's für diese Folge. Waren jetzt ein paar Fails drin, aber ich denke, das ist auch ganz lustig anzuschauen und ein bisschen mehr Story, zumindest das, was man Story nennen kann. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter hier mit Punk Rock Zombie Z. Bis dahin, tschüss.